Das ist mir egal. Mir egal, wie die aussehen. Ich stehe dir eher auf die attraktiven Elbenfrauen. Ich glaube, meine Nachbarin ist gerade umgefallen. Komm vor. Klang zumindest so. Das passiert ab und zu. So sind Frauen. Ups. Ups. Jetzt habe ich gerade. Ach, nix. Das schon. Na, was hast du schon wieder angestellt? Ich mach nur wieder irgendwie hier. Machst wieder Unfug, ja? Ja, wie immer halt. Kennt man es anders, ich glaube nicht. Wow, ich habe gerade versucht, mit der linken Maustaste Blöcke zu setzen. Ich wollte gerade mit der rechten Maustaste was abbauen. Ja, schön. Das passiert, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Unfug. Spiel Unfug. So, das müssen wir auch nochmal. Da müssen wir auch nochmal das Material ändern am besten. Was machen wir dann mal mit diesen Pilztürmen hier? Sprengen oder sowas. Wir sammeln uns Dynamit und sprengen das alles in die Luft. Die finde ich tatsächlich nicht ganz so cool. Was willst du denn stattdessen denn machen? Schornstein. Na, ich weiß nicht, die Türme an sich für die Stimmen ganz gut, aber irgendwie sehen die halt auch noch sehr klobig daneben aus. Sind da die Aufzugstürme, ne? Ja, richtig. Wenn wir da auch nochmal so mit Zäunen da so eine, mit Zäunen so ein paar Ebenen rumziehen oder sowas. Oder ein bisschen mit anderen Materialien so ein bisschen, so Bemalung reinsetzen. Ich überlege gerade, ob ich die Ecken einfach auch mal ein bisschen rausnehme. Also auch mal gucken, ob das soweit geht. Haben wir mal, das werde ich nicht abbauen dürfen. Schauen wir mal. Burp. Moment, halt, den müssen wir rausnehmen. Möchtest du mein Geheimnis verraten? Nein. Brauch mehr Holz. Brauchen mehr Holz. Euer Volk hat kein Holz mehr. So. Ballas, guckst du mal kurz auf den Turm von vorn? Oh, falsche Richtung. Die Ecken wirken so relativ dunkel. Dadurch, dass das Dach drüber ist, sieht es ziemlich finster aus. Ja, aber sie wirken schon mal nicht mehr ganz so klobig, ne? Ja, das schon. Aber wie gesagt, es wirkt dafür dunkler. Müssen wir Gargoyles noch draufsetzen. Ja, mal gucken, vielleicht fällt uns da ja auch noch was ein. Wir werden sehen. Haben wir noch Glowstones? Dann kann man oben in den Turm welche reinsetzen. Gute Frage. Ich bin mir unsicher. Nachher mal gucken. Fragerunde an euch. Haben wir noch? Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob wir noch Glowstone haben, dann schaut euch nochmal alle anderen Folgen an und sagt uns dann. Genau, ich gehe aber mal nachgucken. Na, jetzt, ja. Aua. Der Gewinner bekommt keine Reise nach Disneyland. Yay, keine Reise. Juhu. Und wie ist es? Das wächst ja ganz toll bei dir hier. Ja, das ist hier, ne, das ist voll super. Wächst schon noch. Ja, nicht so ein Stress hier. Gras braucht immer zum Wachsen. Achso. Wenn ich der Hobbygärtner aus mir. Du und Hobbygärtner, Ja, ich hab schon mal Fumble gesehen. Also bin ich ja wohl voll der Hobbygärtner. Ja, klar. Vielleicht nehmen wir sonst auch mal ein paar Glowstones. Oh, lustig. Jetzt habe ich gerade alt gedrückt und mich umgedreht. Das ist dann DayZ, die Steuerung dazu, dass man die Kamera anlackt und sich quasi umdrehen kann und weiter geradeaus läuft. Und das wollte ich gerade hier machen. Oh Mann. Ja. Was soll ich denn sagen und nicht lügen? Vielleicht kann man auch mal so ein bisschen Glowstone-Kram noch hier von uns abbauen. Willst du Lampen abbauen oder was? Weißt du, da kriegen wir wahrscheinlich Verluste raus. Ja schon, aber wir haben, also ich habe hier noch 2 Glowstone-Staub. Schau mal bei mir im Lager nach. Vielleicht habe ich noch was rumfliegen.
Gott, mal, ich guck mal hier nochmal meine anderen Kisten durch. Kohle, Holz waren. Naja, man weiß ja nie. Hier habe ich vorhin alles schon durchgeguckt, aber hier glaube ich noch nicht. La 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 la. Nix. Ah, ich mach's mir jetzt einfach mal einfach. Einfach mal einfach machen? Ja. Ist ja einfach der Hammer. Nee, die Axt. Achso. Hm, nee, da habe ich nix. Dann gehe ich mal bei dir gucken. Weil ich dekoriere einfach mal mit der Axt um, ne? Achso. Wenn ich eine Schere hätte, könnte ich die Wolle hier auch schneller abbauen. Ich mach das nach der Aufnahme dann zu Hause auch. Einfach mal mit der Axt umdekorieren. Klar. Ja, ja. Aber wenn's ja schöner worden, ne? Ja. Die Wittler kommt mit der Axt. Auf geht's. Ja. Ja, ihre Küche. Die ist ja eigentlich ganz schön, aber da können die Drachen nicht richtig fließen. Die ist nicht nach Tai Chi Art eingerichtet. Deswegen habe ich da mal mit meinem Team was vorbereitet. Nämlich eine Axt. Nämlich eine Axt. Und das ist der Martin hier. Der Martin, der spielt lieber mit der Kettensäge. Der kümmert sich ums Wohnzimmer. Wo könntest du den Glowstone drin haben? In einer Kiste. Ja, welcher? Wahrscheinlich im zweiten Lager, im unteren Lager. Da hatte ich eigentlich so die ganzen Nether-Materialien hingetan. Also wenn, dann da. Okay. Oh ja, da haben wir noch 35 Stück. So viele brauche ich jetzt mal gar nicht. Ich nehme mal die Hälfte mit. Siehst du, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich wusste nämlich, dass du das machen wirst. Deswegen war ich extra vor der Aufnahme noch stundenlang farmen. Glaube ich nicht. Ich auch nicht, aber hey. Lass nicht weiter. Vielleicht glaubt es mir jemand. Und dann denk ich, boah, der Ball, das ist so cool. Glaub nicht. Den garantiert keiner. Nee, warum auch? Und falls ihr das gedacht habt, ne, danke, ich liebe euch. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Ja, stimmt. Nein, ich korrigiere dich jetzt nicht, auch wenn du es provoziert hast. Ja. Ich weiß es ganz genau. Nein, nein, niemals. Und weil lern mal Deutsch, Alter. Kannst voll schlecht sprechen. Yo, Mama. Yo, Mama. So, mal gucken, wie das so ist, wenn da oben Glowstone drin staunt. Nee, nicht gucken, nicht gucken. Guck weg. Guck weg. Der blendet doch voll. Ach, Quatsch. Psst, ah! Aua, es tut weh. Es brennt in den Augen. So. Na, geh weg. Nein, okay, will er nicht. Weggehen? Ja. Das ist scheiße, voll die Ego-Sorge. So, weg, weg, weg. Was, hab ich das so gemacht? Hilfe, ich komm nicht mehr raus. It's a trap. Ah, apropos, das finde ich auch interessant. Was haltet ihr denn so von diesem Gold-Simulator? Ah, das ist doch schon wieder oldschool. Mir egal. Ich finde den trotzdem, ja, der Gold-Simulator macht auch oldschool-Sachen. Der macht oldschool-Sachen? Ja, klar. Da werden Witze überarbeitet, die sind schon voll retro. Ja, sure. Also es ist eigentlich auch so, eigentlich ist das Ding voll crap, ich weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, warum das so eine riesen Fanbase hat irgendwie. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Sehr gut, okay, ich verstehe es doch irgendwie, weil die Leute halt auch Medienjunkies sind und davon beeinflusst werden. Von so Let's Playern wie PewDiePie und ähnlichem, die das total feiern, so von wegen so, waaah, alles ja, explodiert von dem Stick. Aber das ist halt ein kurzweiliges Spiel. Also du spielst es halt mal ein paar Minuten und... Dann hast du die Schnauze voll. Dann nach einer Stunde sagst du dann auch so. Du möchtest dich am liebsten erschießen, weil du 10 Euro dafür gezahlt hast. Ja, also nach einer Stunde soll das wohl auch vorbei sein mit dem Spaß, habe ich gehört. Ja,
Weil du kannst halt nichts machen. Die Welt ist eher mäßig groß, also eher klein, würde ich damit sagen. Und du kannst wohl einfach nichts machen. Aber glücklicherweise ist ja ein neuer Teil davon angekündigt. Der Cat Simulator, oder? Was? Nicht angekündigt, das ist Quatsch. Wo war das? Der wurde, jetzt habe ich schon wieder den Namen der Seite vergessen, das gibt's doch gar nicht. Bei Kickstarter wurde das Projekt gerade vorgestellt. Ah, okay. Dann ich vergesse mal Kickstarter irgendwie. Also da wurde nichts angekündigt. Ich kann mir schon vorstellen, was dann da für lustige Sachen kommen. Zum Beispiel ein Jan-Cat. Internet-Gags von vor 1000 Jahren, ja. Wir nutzen Retro-Witze. Vielleicht lacht ja doch noch jemand drüber. Also ich find's lustig. Ist mir jetzt gerade zu dunkel hier. Huch. So. Huch, es ist Tag geworden. Ach Mensch, so ein Glück aber auch. Mir wurde nämlich eh gerade zu dunkel. Ja, bei Nacht können wir uns nachher auf jeden Fall mal die Tower dann hier angucken. Mal eine Tower-Defense-Map? Ja. So. Hattest du das nicht mal vorgeschlagen, mal die LOL-Map nachzubauen? Ja, das wäre eine arschmäßige Arbeit, aber es wäre irgendwie lustig. Ja, aber das ist auch was für ein Creative-Mode. Eher ja. Weil sonst kommst du aus den Farmen nicht mehr raus. Ja, brauchst halt 20 Leute oder sowas. 8 Leute farmen, einer baut. Genau. Es steht AFK da und gleich mit der Original-Map. Und sagt aber nein, ja, nein. Nein, das geht so gar nicht. Hallo, LZP, Noob. Dota ist eh viel besser. Das könnte tatsächlich passieren. Hey, Benji. Was wollte ich denn machen? Hier, Steinziegel. Oh, davon habe ich sogar noch 4. Oh, dann brauche ich es gar nicht machen. Alles klar, hat sich erledigt. Tschüss. Hat sich erledigt. Tschüss, Benji. Niemand liebt mich. Das ist richtig. Nicht mal Yuvi. Die alte Ego-Sau. Nein. Ich bin nur eine arme kleine Workbench. Ich bin so traurig. Ach ja, ich gehe heute Abend übrigens ins Kino. Schön, geh doch. Du bist ja nicht weg. Boah. Ja, ich will mit dir eh nichts mehr zu tun haben. Ist mir zu Mainstream. Ja, ich weiß. Genug, ne? Kannst du nicht arbeiten, noch? Siehst du, jetzt habe ich mich erstmal im Brunnen gebadet. Kann ich die da wegnehmen? Passt das so? Muss ich mal von innen gucken. Was machen die denn da, Alter? Das sind nicht die Kinder, das ist das Gewitter von gestern. Das ist immer noch da, ja. Moin, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Meine Güte. Nein, geh wieder weg. Menno. Hast du Angst bei Gewittern? Nö. Du? Gibt's ja echt Leute. Nö. Gibt's ja echt Leute, die haben da so richtig, richtig Panik vor. Ja gut, ich muss sagen, also das ist keine Angst, aber ich finde das halt schon echt beeindruckend, was wenn es dann mal so richtig scheppert. Wenn die Natur sagt, hey Mensch, guck mal, was ich kann. Mach ja. Das mal nach, ihr Loser. Also das finde ich schon richtig beeindruckend und manchmal kriege ich davon auch ein bisschen Gänsehaut. Also wenn du irgendwo draußen bist und dann blitzt das da so mega doll und dann kommt der Donner gleich danach, dann denkst du so, wow, cool. Wow, drehen die gerade einen neuen Film von Thor? Aber Angst habe ich davor nicht, nein. Boah. Aber es stimmt schon, da gibt es ja wirklich Leute, die das gar nicht leiden können. Siehst du, es wächst! Es wächst! Es wächst! Es wächst! Oh, awesome! 2 Blöcke weit gewachsen! Es wächst! Ha! Ich weiß nicht, ob das hier drüber wachsen wird. Ja, das wächst drüber. Weil ich habe hier vorhin ja noch einen Erdblock hingestellt. Es wächst drüber! Halt die Fresse. Mal gucken, wir werden sehen. Mal gucken. Oh, ist meine Stimme dabei gerade hässlich hochgegangen. Mal gucken. Junge, Pluto, guck mal. Nee, das kann ich hier nicht machen.